So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Live-Coding C++ mit dem Job-Executor. Wenn man es. Auf jeden Fall, ich habe mir den Code nochmal ganz kurz drüber geguckt und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Hier in der Schleife benutze ich eine Variable, die immer 0 ist. Wäre ein bisschen doof, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen rausfinden, wie viele Jobs wir hier drin haben. Das ist Jobs by Prio. Das heißt, es ist ein Vektor von Abstract Jobs. Das heißt, wir haben die innere Liste, also der innere Vektor, ist müsste die Liste an Jobs sein und der äußere die Liste an Prioritäten. Das heißt, wir müssen hier die, welche war es, die Job Size, müssen wir uns bei Jobs.io das Ding da, ja, Sitze. So, jetzt müsste das Ding auch anständig durchlaufen. Das heißt Jobs Start. Und mir ist noch aufgefallen, die Logs sind eigentlich alle sauber gesetzt. Ja, nur eine Sache ist halt, wir befüllen das Teil hier. Aber wir haben ein Problem. Ja, Two Angry Gamers spielen gerade, das ist schön. Aber wir haben ein Problem, wir leeren es nie. Das heißt, bei jedem Durchgang würde der Job nochmals durchgeführt werden. Jetzt die Frage. Werden da Jobs eingereiht, die... Jetzt eine Frage, sind es Dauerjobs? Eigentlich nicht. Das Ding ist geplant für Einmaljobs. Wenn man mehrere Jobs haben will, dann schmeißt man die halt mehrmals rein. Weil ich habe auch schon mal ein anderes System geschrieben. Das war auch mit cronjob innen drin verzahnt. Das habe ich in C-Sharp geschrieben. Das Ganze sah dann halt so aus. Auch so jobähnlich, aber das lief dann in mehreren Threads. Und hat dann eben quasi so eine Liste an Jobs bekommen. Die hat es dann ausgeführt, aber die Jobs konnten auch untereinander, also untereinander sprechen und hatten auch Rückgabeparameter nach außen. Also das war so ein ganzes System. Da sollte ich auch mal ein Video drüber machen. Das Ding ist zwar jetzt schon fast 2 Jahre alt. Ja, genau, müsste es jetzt so um die 2 Jahre alt sein. Aber es ist immer noch ein gutes Stück Software und ich meine, ich habe es zum Laufen gekriegt, also es läuft. Deswegen, das quasi das, dieses Programm hier ist auch davon inspiriert, nur ist das hier eben C++ und das andere war C#. C# ist in einigen Dingen einfacher zu bedienen und in manchen Dingen schwerer. Wenn man zum Beispiel direkte Code-Kontrolle hat, wenn man wirklich Bytes in Strukts umwandeln will, dann kann man die einfach in C++ reindrücken. Kann zwar passieren, dass es falsch ist, aber man kann sie theoretisch einfach reindrücken und dann, ja, dann ist halt, ne? Dann sind die Daten drin. Muss man sich nicht weiter drum kümmern, aber in C# muss man da alles von Hand auseinander pflücken. Macht es ein bisschen schwerer, aber auch nur ein bisschen. Auf jeden Fall, wir wollen heute nicht über die Unterschiede zwischen C# und C++ reden, sondern wir wollen das Ding hier zum Laufen bringen. Also, Thread Motor Join. Ja. So. Genau, da haben wir ein Pushback gemacht. Der Job wird gestartet. Aber das Ding wird nicht rausgeschmissen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie schmeißt man
Schmeißt man aus einem Vektor was raus? Da gibt es doch sicher irgendwelche. Nein, Netflix soll uns nicht interessieren. Was uns interessiert ist C++ Vektor. Remove. Element. Okay, das heißt Erase. Heißt es das? Ja, es ist C++.com. Das dauert erstmal schon ein bisschen zum Laden. Remove the vector either single element or range. Iterator position. Vector begin 5 plus 5. Erase the sixth element. Punkt begin. Okay. Some values, okay. Int Vector, drückt da was rein, zieht sich 6 daraus. Okay, hier schmeißt die ersten 3 Elemente raus. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Insert, Max Size Operator, Pushback, Popback. Rent, Reverse, Resize, Size. Aber ist irgendwie Remove gibt es hier nicht speziell. Nein, also okay, dann müssen wir wohl ja, Erase nehmen. Also den, ja, es ist dieses komische Position. Und er wartet dann Iterator. Da kann man dann halt plus 5 oder sonst irgendwas machen. Das dürfte dann wahrscheinlich ein Zeiger sein und dann macht man plus 5 und das ist dann die fünfte Stelle oder sonst irgendwas. Ja, also wir haben unseren Abstract Job. Was haben wir dem eigentlich alles gegeben? Wir haben den Konstruktor gegeben. Wir haben virtuellen Destruktor gemacht. Wir haben ziemlich viel virtuell gemacht. Man kann das Ding starten, weil es muss ja vom Motor gestartet werden. Es wird ein Get Prio. Brauchen wir überhaupt ein Get Prio? Habe ich hier irgendwas Vergleichbares? Abstract Job. Hier haben wir einen Job. Ja, Get Prio. Okay, die braucht man. Ja, ich weiß nicht mehr ganz, was ich da gemacht habe. Template Class. Ja, was für ein Result das hat. Was ich mit dem Result machen soll, weil bin ich mir noch nicht sicher, weil wer soll das aufrufen? Weil wenn der Job erledigt ist, dann ist er erledigt. Quasi ein Job wird ausgeführt und ja, wenn der Job fertig ist, dann ist er fertig. Die Frage ist, wohin geht das Result? Der Motor weiß ja nicht, wohin das Result gehen soll, außer der Job bekommt irgendeine Referenz mit zu demjenigen, der quasi das Result bekommt. Deswegen ist das immer noch so ein bisschen unklar für mich. Also Start. Das heißt, der läuft auf jeden Fall, aber der müsste eigentlich auch. Ah, da habe ich gerade eine Idee. Man könnte dem Motor theoretisch noch eine zweite Liste geben und die könnte man dann nennen. Und da wären dann alle Jobs drin, die halt getan sind. Aber theoretisch wird hier ja eh bloß quasi ein Zeiger eines Jobs übergeben. Und das heißt, der andere hätte, quasi der Auftraggeber hätte den Job immer noch. Also den eigentlichen Job. Und selbst wenn dann, wenn er sich nur eine Referenz davon macht, hat er immer noch die Referenz vom Job. Jetzt ist die Frage, sind es tote Jobs oder was macht man damit? Weil irgendwie muss man ja signalisieren, Idee ist fertig. Oder machen wir da ja Methode Start, Execute Result? Nee, also Start müsste eigentlich schon alles machen. Ja, Start macht irgendwas, prüft irgendwas.
Und wenn Staat irgendwas zurückgeben soll, dann muss man sich eine externe Methode dafür überlegen. Also dieses Get Result, das bleibt jetzt erstmal so da, aber da machen wir jetzt mal nichts damit. Ja, und deswegen müssen wir eben diesen Job hier rausschmeißen. Das ist G Job Size. Also wäre Punkt Erase Emplace. Was ist denn das? Da habe ich mal wieder keine Beschreibung dabei. Geil. Nee, sondern das will natürlich ein Iterator von genau diesem Vektor. Dann brauchen wir den selbst nochmal. Und Begin. Sie beginnen. Was weiß ich. Die haben den Tutorial Begin genommen und dann machen wir hier plus. Das müsste G sein. Ist Jobs by Prio Begin plus G. Müsste es eigentlich sein. Weil plus 0 wäre der Beginn, plus 1 wäre das nächste. Ja, müsste eigentlich so sein. Dann wird er gestartet und er wird entfernt, damit er nicht nochmal ausgeführt wird. Das lässt mir immer noch keine Ruhe. Müsste ich noch mal ein bisschen Gedankenschmalz reinsetzen. Weil der andere weiß ja nicht, wann der Job fertig ist. Wenn er erledigt ist. Und das hier ist kein Echtzeitbetriebssystem, wo er sich darauf verlassen kann, dass der Job nach so vielen Millisekunden erledigt ist. Sondern das läuft halt durch. Hohe Prio läuft schneller durch als niedrige Prio. What is it good for? Absolutely nothing. Say again. Ja, das ist so ein Wurm, der gerade in mir drin steckt. Ja, das heißt, ich würde mal sagen, wir haben einen Abstract Job, wir haben einen hoffentlich funktionierenden Motor. Das alles in einem externen Thread ausgeführt wird. Und der. Warum schläft der für Prio-Size? Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ob ich da zu müde war oder so. Ja, warum schläft der für Prio-Size? Wenn es halt nur 5 Prios gibt, dann schläft der 5 Millisekunden. Das sollte es eigentlich nicht sein. Genau, es sollte eigentlich. Das hier, Sleep 4 Milliseconds. Das wird, glaube ich, sonst nirgendwo verwendet, außer hier oben. Ja. Wow, ich muss echt neben der Kappe gewesen sein. So, aber dafür geht man ja dann hinterher nochmal über den Code drüber, damit das alles wieder läuft. Okay, Run Motor wird in einem Thread ausgeführt. Das sollte nicht das Problem sein. Sleep 4 Milliseconds. Beginn plus G, Start. Das heißt, es sollte auf jeden Fall ausgeführt werden und der Motor läuft. Der Motor läuft. Und dann hebt er völlig losgelöst. Ja, das heißt, das könnte man ausprobieren. Milliseconds sollten wir am Anfang auf eine Sekunde schlägen. Da, ja, auf eine Sekunde, damit wir auch nachvollziehen können, was passiert. Und hauen am besten gleich mal am Anfang einen Haufen Jobs rein. Müssen wir bloß noch einen Job erfinden. Das heißt, wir. Ja, Class Nesting ist nicht so eine schöne Sache hier. Klassenassistent Abstract. Ja, Klassenassistent, Basisklasse, Resource, Klassenassistent, Klassenname,
Klasse. Zur Hölle, wo ist der Klassenassistent? Klasse. C++-Klasse, ja. Klassenname. Easy Job. Nee, es ist ja ein Job. Und der Job ist easy. So. Da. Zugriff, Public, Basisklasse. Ja, die Vererbung mache ich mal von Hand. Ja, ich glaube, das muss man nicht hier machen, sondern das macht man hier. Okay. Job kennt er hier natürlich nicht, deswegen. Warum macht Pragma Once? Ich raff das immer noch nicht. Hashtag include. Oh, das war mein Bauch. Abstract Job. Klasse Abstract Job. Ein Standardkonstruktor vorhanden. Warum schmeißt er dann hier keinen Fehler, aber hier? Ja, Abstract Job, klar. Hat keinen Standardkonstruktor. Jetzt ziehen wir mal hier rüber. Abstract Job hat einen Konstruktor. Mission von Abstract Job. Musste man den speziell angeben? Habe ich ja schon wieder irgendwas verpasst? Das läuft ja an sich, aber warum? Abstract Job ist kein Standardkonstruktor vorhanden. Oh, das ist Vererbung. Vererbung ist immer böse. Also eigentlich ist Vererbung gut, aber es ist halt manchmal böse zu handeln. Class Abstract Job. Da muss man das Ding Abstract Class nennen. Aber den Konstruktor habe ich nicht virtuell gemacht. Sollten der dann da meckern? Das Einzige, was ich machen müsste, ist doch eigentlich Start, GetPrio und den ganzen Kram hier. Den hier müsste ich implementieren. Weil es ja virtuelle Methoden sind. Müsste ich nicht eigentlich jetzt auf... Was hatte ich hier? Ich hatte Prio. Okay, get Prio habe ich hier, aber C++ Erben von einem Inheritance Constructor. Constructor from Base Class. Da müsste man mal gucken. Public Class C. Public A. Warum steht da dann Public?
Okay, das scheint nicht das Problem gelöst zu haben. Prefer Installation, Installation, Public, C. Okay, hat sein Ing, A, ein Int. Inheriting, Constructors. For example. Class A, Class B erbt von A, Class C erbt von A. Using A, Doppelpunkt, Doppelpunkt, A. G++. Aha. Das ist interessant. Das heißt, wir müssen hier den Konstruktor und dann Doppelpunkt, der Konstruktor. Das Abstract. Drop. Stimmt mit der Argumentliste überein, aber ich glaube, damit wäre das Problem gelöst. Ja, jetzt müssen wir bloß noch... Was wollte der haben? Der hätte gerne Prio. Int Prio. Nicht zulässig? Typname ist nicht zulässig, will mich da einer verarschen? Oder ein Klammer zu erwartet? Wartet der nur ein Int? Nein. Erwartet der Prio? Okay, habe ich jetzt das Beispiel falsch gelesen? String, well, a, an Int. Intval. Intval. Practice have been available since version 9. Number of possibilities and it favors approach and CP constructs. Virtual void in B A. Okay, dann macht das übers init. Ja. Init 2b2. Hä? Struct? Willst du ja nicht für eine Struct haben? Also das wäre quasi dieses komische. Hat er gesagt? Doppelpunkt, Doppelpunkt. Using? Und wo war denn das? War dann das jetzt geschrieben? Das ist eine Verwirrung hier. Hier war es nicht. Ja. Hier hat er einen anderen Übergabeparameter. Hier hat er A. Kennt ihr das wohl nicht? Generate-Konstruktor vorhanden. Nee. Funktioniert so nicht. Da muss ein Int rein. Aber was für ein Int? Prio gibt's hier nicht.
Okay. Ach so, ja, das stimmt nicht. Konstruktor im Header überein, das ist mir bewusst. Nein, kein Debugger. Nur nicht fertig, Mann. So, was muss der noch haben? Muss ein Start und ein Get-Prio haben. Den Get-Prio könnte man eigentlich. Ich muss überhaupt so ein abstrakt Ding machen. Weil GetPrio könnte man eigentlich schon implementieren in dem. Ja, eigentlich könnte man. Start, klar. Was in Start passiert, ist unabhängig. Oh, was ein abstrakt CPP. Habe ich das gemacht? Ja. Ganz ehrlich, ich sollte das echt so nennen. Dann tritt da keine Verwirrung auf. Bio und was kommt dann noch dazu? Okay. Lässt sich nicht so einfach aufrufen. Auf jeden Fall GetPrio brauche ich nicht zu initialisieren. Nee, Start war. Hatte hier nichts verloren, sondern genau, und hier machen wir Prio ist gleich Unterstrich Prio. Machen wir das so. Dann setzen wir hier Prio und hier geben wir Prio zurück. Mehr sollten wir eigentlich auch gar nicht machen müssen. Ja, Funktionsdefinition wurde nicht gefunden. Denn eine Zwischenablage kommt rein. Tatsächlich ist mit dem virtuellen Konstruktor das. Weiß ich immer noch nicht, ob das so sauber ist. Das hat nichts Zusätzliches. Hat seinen Destruktor, das hat seinen Konstruktor hier. Das setzt die Prio. Das macht jetzt mal. Ganz ehrlich, es macht jetzt mal nichts anderes. Es macht Job easy. Das Einzige, was mich jetzt interessiert, ist Start. Das ist Void. Hier. Ein vererbter Member ist nicht zulässig. Ganz von Start. Job. Achso, ich. Vererbte Funktionen. Method. Oh, call a parent class. Class function. Ja, ich will nicht inherit, ich will implement. Implement method class. With implementation. Ah, das ist es doch, was ich wollte. Ah. F. Wait, F. Da. Virtual was the input derived type clean entry. However, the base type can still define an implementation. A derived class can base class implementation if access permission allowed by using scoped by every example. Di 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 di
Was hat er nochmal gemacht? Class B, Public A, Virtual F. Das ist eine Special to do for F, so call A's. Would have to be public or protected. Compile time problem. Class by the implementation. Okay, und dann zwingen wir einfach dazu. Nicht. Echt total nebendran. F. Das heißt, ich müsste das. Das heißt, das kann ich tatsächlich machen. So, und das überschreibt es dann auch sauber, wie es aussieht. Ja, hier könnte ich aber Start, könnte ich nach demselben Prinzip machen. So, das heißt, ich dürfte das hier auch gar nicht starten können, wenn ich kein... Nennt sich das nochmal... Wenn ich diesen Template-Shit hier nicht mache, das hier nicht nehme, so, get result, klar, der Megata, Definition von get result, was? Easy, ja, ich bin doch ein Job Easy, ja. Nein. Den Kram machen wir da drüben. So, machen wir das hier nicht virtual, sondern 1, 2, 3. So, und jetzt sind alle glücklich. Return. Ich habe keine Ahnung, was T ist. Aber ich kann mal machen Return 5. Weil es fragt ja niemand nach, ne? Wenn niemand nachfragt, dann gibt's halt 5. So, und im Start machen wir einfach mal eine schöne Vorschleife. Als Length machen wir, keine Ahnung, setzen wir es auf 20. Dann machen wir das, okay, das ist nicht Console Writeline, sondern wir wollten ja irgendwas testen. Cout gibt es hier nicht, weil wir kein Hashtag Clue Standard I.O. war das, glaube ich. Müsste es eigentlich gewesen sein. Das heißt, wir müssen hier Standard runter. Ganz ehrlich, sowas vergesse ich immer, wenn ich es zu lange nicht mehr mache. See out. Einfach Ausgabe, hoffen, dass wir eben seine Webseite schneller leiten. Hey! Ah, IO Stream. Okay. Nicht Standard IO, sondern IO Stream und dann funktioniert der Shit auch. So, weg damit. IO Stream. Müsste ich es auch hier machen können. Out. Was geben wir denn aus? Ich bin Nummer 1. Ja.
Kommt hier ein Leerzeichen rein? Ja, machen wir ein Leerzeichen rein. Das kommt dann schön. So, die Frage ist, ist das jetzt kompilierfähig? Hiermit machen soll, weiß ich nicht, aber. Sonst mögliche Kulturen. Ablage. Ich habe doch hier ein T-Get-Result gemacht. Ah ja, da fehlt. Da fehlt die magische Formel, damit er weiß, wozu es gehört. Dann freut er sich hier auch. Hier ist er auch in Ordnung. Der Motor müsste laufen. Also wir stellen uns einen Motor, machen einen Job easy und hauen den da rein und Abstract. Und da das ein Abstract Job ist, müsste man den auch da reinschmeißen können. Und jetzt testen wir den ganzen Shit mal. So. Int main. Ja. Das war doch immer so der Standardkram, den man gebraucht hat für den. Für sie so eine Jobklasse. Gerade mal kurz checken, ob wir aufnehmen. Wir nehmen auf. Jo, was machen wir jetzt? Also wir machen mal ein Motorchen. Motor. Den müssen wir ja auch noch benutzen, ne? Hashtag include Motor. Selbes Spielchen machen wir mit Job Easy. Damit können wir den auch gleich verwenden. Dann machen wir mal einen Motor. Mod. Machen wir nicht als Zeiger, sondern der müsste einfach so funktionieren, oder? Aber der braucht eine Prio und eine Sleep 4. Prios machen wir mal 3 und schlafen tust du für 600 Millisekunden. Das heißt, jetzt brauchen wir einen Haufen Jobs. Ja. Job Easy Array Jobs Steve Jobs. Ging das so? Ja, das mit den Arrays, das ging doch anders, ich weiß. Wir sind ja hier in C++, nicht C#. Musste man da nicht mit Pointern arbeiten oder so? Weil das New gibt ja eigentlich immer einen Pointer zurück. C++ New Array. Ja. Oh, C bestimmt C++ References. Langsam. Die Frage ist, was habe ich falsch gemacht? Ja, da muss hier der Array dingerisch weg. Dann kann ich auch auf my class mit dem Klammerkonstruktor drauf zugreifen. Constructs 5 Objects. Klar, aber wo habe ich jetzt den Fehler gemacht?
Ist das nicht das? Easy ist kein Standardkonstruktor vorhanden. Muss ich da jetzt hier ein Ding hier hinten dran hängen? Um denen eine Prio zuzuweisen? New, not, no throw, objects, no throw. And nothing permit only used to distinguish it from the first version. The version when the custom parameter new, failure. Okay, data races. Nice. Das Problem hier ist Default Definition allocates memory by calling first version new size constant pointer throw constant new new array of classes class constructor called constructor but you should never should be never ever use exactly how elements should be constructed well sort of. Dann my cars user input car 5. Wieso never ever use new? Verdammt, jetzt habe ich es gelöscht. Okay, machen wir es nicht kompliziert, wir machen wirklich, machen es wirklich einfach. Ich so den Spaß hier auch machen. Ja. Ich sage hier einfach eine Prio. Ich mache hier Prio 1. Klar, dürfen nicht alle gleich heißen. Sollte nicht das Problem sein. Wir machen ein Zweier und nein, das sollte nicht weg. Sollte auch nicht weg. Gut. Mod. Punkt. So, das Ding ist initialisiert. Wir fügen erstmal was hinzu. Ein Abstract Job. Job. Kann man so nicht machen. Weiß von Typ nicht konstanten Qualität. Kann nicht vom Wert Job easy initialisiert werden. Okay, kann man mit einem Cast arbeiten? Abstract Job Pointer. Auf der nicht konstant muss ein E-Value sein? Ja, das ist C++, ne? Anfangswert des Verweises? Eine nicht konstante. Muss ein E-Value sein? Der Anfangswert eines Verweises. Wo haben wir das denn?
Value von R-Values. Das ist schon wieder so ein Microsoft-Dingens. Das ist eine Definition unter. Ja, jeder Ausdruck ist. Ein Evil und Error. Evil weist auf ein Objekt an, das über einzelnen Ausdruck hinaus beibehalten wird. Ich kann ihn als ein Objekt vorstellen, das über einen Namen verfügt. Alle Variablen anschließend verwendbare Konsequenzen sind E-Values. Error ist ein temporärer, der nicht Ausdruck. Okay, das schreibt mir jetzt, was welchen Fehler wirft. Kann ich das so machen? Okay. Da frage ich mich nur, ob so funktioniert. Quasi Job. Job 1, Job 2, 3, 4. So, mod.start. So, und jetzt sollte eigentlich alles laufen. Wie ging es dann nochmal? System. Das war dann, glaube ich, Pause, oder? System. Irgendwie ist mit Pause oder so. Ja, können wir mal debuggen, ne? Jetzt tauchen die Fehler auf. Nein. Wo ist der Fehler? Job Executor. Vorlagen der Memory-Funktion können nicht virtuell sein. Das war wieder so herrlich. Nichtssagend. Vorlagen der Member-Funktion können nicht virtuell sein. Das heißt, das Ding hier darf nicht virtuell sein, oder was? 8 Fehler. Also Job Class. Typ Neudefinition. Also Job Basisklasse undefiniert. Also Job Vorlagen. Okay. Google Operationen auf. Und eine Member-Funktion. Wieso? In Ordnung. Run Motor. Kann virtuell. Okay, lass uns nochmal durchlaufen. Vielleicht waren das alles Folgefehler. Nein. Aber zumindest ist es jetzt. Okay, was ist jetzt hier? Abstract Job. Class. Typ neue Definition. C2011. Okay, da bezeichnet Typ. Typ neue Definition wurde bereits als Type definiert. Wir prüfen Sie, ob neue Bezeichners vorliegen. Struct S, Union S. Das heißt, Abstract, das Ding wurde schon mal irgendwo definiert. Wenn Sie eine Header-Datei oder Typ-Bibliothek mehrfach in derselben Datei importieren, wenn Sie Include-Schutz oder ein Pragma Once Direktiv in der Header-Datei und mehrfach Einbindung von einer Header-Datei definiert. Okay, Hashtag Pragma Once. Ja, ich habe hier eigentlich nichts verwendet, aber keine Ahnung, ob es das löst. Okay, das hat es zumindest gelöst. Ungültige Operation auf Ausdruck einer gebundenen Member-Funktion. Das ist auch interessant. Sagen wir auch mal. Dr. Microsoft.
Microsoft Operator, ungültiger Compiler, Syntax wird bei der Erstellung eines Member-Zeigers festgestellt. Im Beispiel wird generiert. Wir haben eine Klasse A. Public. Okay, das hier verstehe ich nicht. Class A, Public, alles in Ordnung. Warum dann das hier? Sagt mir, oder wird es vielleicht gleich initialisiert oder so? Instanziert? Kann man dann gleich verwenden? Func. Essen int. Pointer auf. Pointer Function wahrscheinlich. Pointer PF. Try the following line instead. Funk. Das ist doch so ein von dem Zeug, der erst später dazu gekommen ist, könnte ich wetten. Kann es sein, dass der mir sagen will, dass ich hier den hier machen soll? Motor. Den Shit und dann sollte es funktionieren. Was sind das jetzt schon wieder? Abstract Job, Instanz von Abstract Job kann nicht erstellt werden. Nur keine Standard Invoke, keine Übereinstimmung der überladene Funktion gefunden. Tie X Memory X Thread. Okay, kein Kram, der mit mir zu tun hat. Das heißt, ich vermute mal, dass das ist, weil ich versucht habe, hier Job Easies in als Abstract Job zu nehmen, weil hier arbeite ich ja die ganze Zeit immer noch mit Abstract Job. Hier sagte mir aber nicht was oder wie oder wo oder bäh. Ja, Abstract Jobs. Bin da jetzt drin. Was sagt er mir über diesen Fehler? Kann ich durch den Code mit einer Instanz einer abstrakten Klasse oder Struktur deklariert? Eine Klasse oder Struktur mit einer oder mehreren rein virtuellen Funktionen kann nicht instanziert werden. Damit Objekte einer abgeleiteten Klasse instanziert werden, muss jede rein virtuelle Klasse überschrieben werden. Okay, V, Void Virtual Func, ist ein Abstract Class, A inherits, ist a pure virtual, B defines Func. Okay, das heißt, das hier muss alles, was das hier macht, implementieren. Das heißt, Start habe ich schon drin, denn Konstruktor hatte ich auch drin. Ich glaube, das einzige GetResult hatte ich ja auch. Das einzige, was fehlt, ist der Destruktor. Das heißt, dann mache ich mal hier im Destruktor auch noch denselben Spaß. Abstract Job. Keine Ahnung, kann man das so machen? Okay, vielleicht nicht hier. Kann ich jetzt. Moment, wie sieht nochmal die Struktur aus? Mit dem
Tilde fängt es an, genau. Klar, so kann es nicht funktionieren. Was möchte er denn hier? Wurde ein erwartet. Heißt, man kann man nicht den Destruktor vom anderen aufrufen, wenn der gerade seinen Destruktor aufruft? Und ich meine, hier oben hat sie auch funktioniert. Job easy, seine Überladung und hier haben wir ja nichts drin im. Hier habe ich auch nichts drin im Destruktor. Nee. Achso, ja, es wurde ein Ding erwartet. Angeblich sollte das ja gehen, aber weil ich meine, ich benutze ja C++11 oder so ein Kram. Ja, hat die hier irgendwas? Void Func gleich 0. Implementiert es. Func funktioniert. Instanz wird erstellt, erzeugt den. Das hier ist okay. Virtual, Virtual, Virtual. Void, Void, Void. Gut, hier ist kein Void davor, weil es ein Destruktor ist. Das kann man erstellen, weil. Moment, braucht immer noch mal einen virtuellen Destruktor. Sagen wir einfach mal, wir brauchen ihn nicht. Vielleicht löst er das Problem. Wieder haben wir. Kann nicht erstellt werden. Immer noch dasselbe. Kein Invoke. Funktionsverlage. Unknown Type. Invoke. Callable. Types. Kann nicht spezialisiert werden. Okay, das ist jetzt irgendwo in ja, X-Memory. Also das hier ist dann schon. Das ist schon high. High-End-Zeugs hier, Class, Punkt, 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 Types, whatever. Template, Class, Property, Komma, Class, könnten mögliche, ganz viele Klassen sein, Argumente, Pointer, ja, Void-Pointer auf New, ja, da hat jemand Spaß. Okay, kann nicht erstellt werden, weil der andere nicht alles implementiert. Was habe ich? Konstruktor, ich habe Start, ich habe GetPrio. GetPrio ist aber nicht virtuell. Moment, musste das hier. Sonst würde das wahrscheinlich nicht gehen mit dem ist gleich 0, oder? Genau, das getPrio, das implementiert er ja selbst. Macht er ja schon. GetResult. Haut das sicher auch rein.
Wir können Vorlagen der Memberfunktion. Was war das nochmal? Vorlagen der Memberfunktion können nicht virtuell sein. Class Template Type Virtual Void. Ja, das ist jetzt nicht wirklich viel Erklärung, ne? Das heißt, man kann sowas einfach grundsätzlich nicht virtuell machen. Man kann Template-Funktion nicht virtuell machen. Ganz ehrlich. Im Funktionstest schmeißen wir den Shit jetzt raus. Ich habe keinen Bock mehr. Dann müssen wir den Kram hier auch nicht implementieren. Ja, dann haben wir immer noch dieses Instanzierungsproblem. Ist nur für virtuelle Funktionen zulässig, ist mir bewusst. Nicht. Ja. Void ist gleich Apps. Job. Start. GZ, hier hast du was. Ist leer. Lässt du mich jetzt arbeiten? Keine übereinstimmend überladene Funktion gefunden. Das verwundert mich jetzt echt. Ich habe doch alles überschrieben. Start. Aber getPrio muss ich doch nicht in... Da. Wow. Geil. Das erst gar nicht, oder was? Willkommen bei Visual Studio. Wir können das und das. Das heißt, für den Fehler gibt es erst gar nichts. Okay, was passiert, wenn ich das jetzt auch noch überschreibe? Und get Prio. Dann halt auch noch. Nicht Dings, sondern Prio. Moment, die Frage ist aber, wie greife ich auf Base-Funktionen zurück? Kann ich Base machen? Gibt's Super? Nein. Ach, manchmal ist C++ echt übermäßig kompliziert. Plus, call base function. Base class, jetzt hat man private class, unless it's private. Whatever. Weiß mir jetzt denselben Fehler. Ah.
keine übereinstimmende Member-Funktion. Was ist denn hier los? Fakt. Okay. Red Motor. Der müsste ja eigentlich ohne Probleme starten. Wenn ich hier eh alles implementieren muss, warum mache ich mir dann überhaupt die Arbeit? Mach einfach den. Sagt er mir jetzt, ich kann Virtual ist nicht zulässig. Okay. Was hältst du von einem? Ja, und Prio. Jetzt muss ich hier gar nichts mehr von beiden machen. Ja, das ist private. Wie das, wenn ich einfach protected mache, dann müsste ich eigentlich auch hier drauf zugreifen können. Ich gebe Prius und dann Protected. Ja, und hier geht es ja über den Konstruktor von dem anderen und deswegen müsste es funktionieren. Ja, bitte nochmal. Fehler. Ganz von abstrakter Klasse kann nicht gestellt werden. Hat es dann damit jetzt zu tun? War das jetzt alles? Das hatten wir ja schon mal das Problem, ne? War das das? 2259 soll es sein. Wie kann man machen, weil es diese Funktion implementiert. So, und jetzt gucken wir es uns nochmal an. Ist virtuell? Start ist virtuell und geht Prio ist virtuell. Start get Prio. So, hier ist Funk virtuell. Und hier wird Funk implementiert. Ach, das ist Void Virtual Funk. Habe ich vielleicht einfach nur falsch rum hingeschrieben oder was? Wenn es das jetzt gewesen sein soll. Naja. Warum die das überhaupt so rumschreiben? Okay, B defines Funk. Public V. Class B, Public V. Class B, Public V. Muss ich das hier auch dran machen? Muss das auch in den... Job. Ja, das müssen wir dann schon direkt hier implementieren.
Nee, das ist Blödsinn. Okay, wie wäre es einfach, wenn wir mal einfach nur OOP Online Tutorials, Klassenobjekte, Konstrukte, Destruktor, Initialisierungsliste, statische Member, Konstante, Vererbung von Klassen. Klasse Tier, Public Tier, Destruktor, Void, Vogel. Char, Fortbewegung, macht eine neue Methode. Fisch, Fortbewegung, Tier, Tier. Alter. Alter. Macht hier noch nichts mit. Ah, virtuelle Methoden. Da ist es doch, das, was es. Was mich so brennend heiß interessiert. Klasse A, B. Klasse B, Message. Klasse A, Message. Ist aber nirgends irgendwas virtuell. Sind sehr nützliche Konstrukte, die können mit abgeleiteten Klassen überschrieben werden. Das heißt, sollte Klasse B von A abgeleitet sein, beide Klassen haben eine Methode X. Kann ein Zeiger vom Typ A auf ein Objekt der Klasse B zeigen? Und aufgerufen, welche Methode wird möglich von A oder von B? B-App von A. Klasse A, Message. Bekommt. Ach so, kommt nicht zu übergeben, ist irgendwie konstant oder so und gibt halt zurück Klasse A, Message. B bekommt auch Message. Klasse A, Klasse B, A Message, B Message. Ja, B überschreibt Message. Ah, hier. In der Klasse A und Klasse B rufen entsprechend mit Beispiel gelernten. Klar sein. Was passiert, wenn die Methode A Message als rein virtuell deklariert wird? Ausgabe bleibt dieselbe. Wozu gibt es virtuelle Methoden? Nicht ganz klar. Virtuelle Methoden haben nicht direkt mit entsprechender, sondern nur Zeigern auf die Objekte. Bachelor Message. Das bekommen wir im letzten Licht. Umso erhält man eine selbe Ausgabe. Vielleicht weiß auch, was für ein Typ von Instanz der Zeiger zeigt. Gibt aber einen Fall, wo dies nicht ersichtlich ist. Ein Zeiger eines bestimmten Typs anderen Typs zeigen darf, solange dieser eine Ableitung von dem Typ ist. Das Schlüssel wird aus der Methode davon entfernt. Ah, Public Void Message. Schreibt denn so ein Code, Mann? Ah, New Klasse B. Ah, Get Message, Delete A. Ah, New Klasse B. Ah, die Message, Delete Message. Ausgabe wäre falsch, beide Mal über die Methode A ausgeführt werden. Ganz ehrlich, das ist mir zu verrückt. Warum tut es das? Kann ich komplett ohne virtuell arbeiten? Erstmal jetzt so für einen Anfang oder so? Ich denke, da ist das implementiert ist oder so.
Gibt's dafür wenigstens eine Code-Seite oder so? Damit ich da was anfangen kann? Ja gut. Sowieso nicht das Schnellste. Ah, Klasse. Klasse A, New Klasse B. Aber... A-Message, Klasse B-Message. Weil, was wurde hier gemacht? A-Struktor, Virtual, Void-Message. Void-Message. Klasse A kriegt seinen Konstruktor, Klasse A seinen Destruktor, Klasse A kriegt sein Message. Klasse B bekommt seinen Konstruktor, Klasse B bekommt seinen Destruktor. Void Klasse A Message. Nochmal. Fuck. Hab ich nicht drauf geachtet oder so? B Main. Konstruktor von Klasse A. Konstruktor. Klasse A. Konstruktor von Klasse B. Also kriegt irgendwie Konstruktor von Klasse A, Konstruktor von Klasse A, Konstruktor von Klasse B. Message A, Message B, Destruktor A, Destruktor A. Konstruktor von Klasse B ist. Und das beim Tisch. Klasse A aufgerufen. Vielleicht das Speicher freigeben. Struktur. Abgeleitet werden wir deklarieren. Aha. Deswegen virtueller Destruktor. Basisklasse wird. Abgeleitete Klasse. Basisklasse. Automatisch. Werden. Klassen. Das nicht instanzieren lassen, also kann sich dadurch mindestens eine rituelle Methode enthalten. Warum funktioniert der Kram nicht? Mal gefunzt oder so. Konnte nicht. Alle Typen initiiert werden. Ja, eigentlich habe ich das ja nicht mehr gemacht, oder? Irgendwie habe ich mit Abstract Jobs hatte ich hier nicht so viel zu tun. Hier habe ich einfach nur den Job reingehauen. Hier habe ich einen Start davon gemacht. Das heißt, es ist schon sinnvoll, das Ding abstrakt zu machen. Und es ist auch sinnvoll, Virtual... Abstract Job. Hat er den jetzt gehört? Können nicht werden. Oh ja, ja. Klar, muss vorher als virtuell. Machen wir denselben Shit halt nochmal, haben ja nichts Besseres zu tun. Ob ich das brauche, weiß ich nicht. Auf jeden Fall implementiere ich die beiden. Was passiert eigentlich? Muss ich dann auch den Destruktor implementieren oder nicht? Weil hier macht er ja eine echte abstrakte Klasse. Virtuellen Destruktor. Protected. Class Rectangle Shape. Area. Okay, es implementiert Area.
Triangle Shape Area. Also es sitzt immer nur Area rum, weil Z-Width und Z-Height hat ja, glaube ich, Shape schon. Rein virtuell ist keine Shape. Erkennen, rein virtuell ist auch als Interface eigentlich. Ja. Shape, New Rectangle, Shape, New Triangle. Ja. Da hatte ich mir das ja eigentlich auch gedacht. Ja, rein virtuell, der Destruktor. Macht der hier irgendwas in seinem Beispiel mit einem Destruktor? Eigentlich nicht, ne? Hm? Methodenkörper. Ja, Triangle. Ja, implementiert einfach nur den Kram für die beiden. Rectangle Shape, Triangle Shape, Rectangle Area, Triangle Area. Und die implementieren den Shit einfach nur. Warum die dann konstant hinten dran hängen, das ist mir jetzt auch ein bisschen schleierhaft. Aber gut, soll das halt so sein. Auch nichts anderes mit, oder? Ja. Set Height. Gut, er schreibt aber jetzt hier nirgendwo, wo er das jetzt implementiert, den Shape-Shit. Ein Matuda kann aus einer Einnahme aufgerufen werden, die ist nicht. Nach, wenn starte ich mit. Kann den Fall geben, dass eine Klasse abstrakt gemacht werden soll und das wird angeboten. Rein virtuell machen. Hier eine abstrakte Klasse, wenn eine andere Klasse immer einen Destruktor nicht mehr übernimmt. Okay. Will ich ja jetzt hier nicht machen und will ich hier eigentlich auch nicht. Kann nicht erstellt werden. Okay, wie wäre es, wenn ich hier mal einen Abstract Job draus mache? Funktioniert das immer noch? Würde er es dann leichter annehmen, wenn er schon vorher wüsste, dass es ein Abstract Job ist? Kann von abstrakter Klasse nicht abgeleitet werden. Ganz abstrakter Klasse. Gibt es denn schon einen Abstract Job? Ganz von abstrakter Klasse kann nicht erstellt werden. Versuche keine Instanz von Abstract Job zu erstellen. Versuche ich das hier irgendwo? Eigentlich nicht. Hier eine Instanz davon zu erstellen? Nein, ich versuche von Job Easy eine zu erstellen. Und Job Easy ist nicht abstrakt. Das Beispiel hier sagt dasselbe. Public Shape Class Rectangle Int Area void constant. Was Triangle? Public Shape. Public Area. Rectangle Area.
heißt, es muss genauso aussehen, nur ohne das Virtual. Tut es das nicht? Virtual Void Start. Int get Prio. Void Start, Int get Prio. Void, Int get Prio, Start. Ja. Muss ich das hier vielleicht wegmachen? Nö. Ah, das sagt mir halt auch, irgendwo am Arsch der Welt kann nicht erstellt werden, ne? Also, so richtig geil ist es nicht. Ist ja gut, aber was schlägst du mir hier vor? Wieso sollte ich das da erstellen? Das ist doch, wäre doch quasi gegen das Prinzip von einer abstrakten Klasse. Ja, siehst du, löst gar kein Problem. Public, hä? Public? Warum zweimal public? Warum sollte man das tun? Vector 2D, Vector 2D. Ach so, als Konstruktor. Und dann übernimmt er 2 x, y. Das sind doch keine Funktionen. 3 Werte. Ach ne, hier werden die im x und y mit 0 initialisiert, vielleicht oder so. Warum tut er das? Warum das hier? Das ist. Ja, das ist sinnvoll. Da ruft er ja auch den hier auf. Setzt er dann da hier die Werte oder so? Also ganz ehrlich, das ist jetzt mehr als verwirrend. Weil eigentlich habe ich doch bei dem abstrakten Kram alles richtig gemacht. Ich habe keinen leeren Konstruktor. Muss man einen leeren Konstruktor haben oder so? Ich weiß, wenn wir es einfach mal so machen. Weiß ich. Achso, vielleicht muss ich das gar nicht machen. Wenn das Ding wirklich virtuell ist. Also wenn es wirklich eine abstrakte Klasse ist. Ja, deswegen Probleme. Nee. Was suche ich hier? Moment, macht er das im Beispiel nicht auch so? Shape, thing, new rectangle. Abstract job, pointer, job ist gleich new job easy. Sollte doch so funktionieren, mein Gott, ey. Die sind rein virtuell, das heißt, ich gebe dem vor. Ahnung, soll ich vielleicht mal löschen. Job, PPP, weil es bringt auch sehr ähnlich. Unwiderruflich zu löschen. Dam, da, dam, dam. Ja. Im Beispiel hat er ja auch das so
Ja, ist nicht implementiert. Hat hier zwar auch ein paar normale Methoden, aber die eine Methode ist auf jeden Fall virtuell. Auch wieder das alte Spiel. Machen wir die nicht rein virtuell, sondern machen wir einfach Start. Wir sagen einfach gibt's jetzt plötzlich wieder? Wah, gibt's jetzt plötzlich wieder? Nice. Obwohl es umgekehrt sein soll, aber das soll mich jetzt nicht stören. Er implementiert beides. Rio, Rio. Ach nee, das brauchen wir ja nicht. Willkommen, die One Go. Rio, Rio. Nicht Preu. Natürlich ein Integer sein soll. Strich Prio. Der Strich Prio kennt da hier nicht. Jetzt kennt das. Keine Ahnung, wir machen jetzt einfach nochmal Prio gleich. Der Strich. Damit es ganz gesetzt ist. Ein fehlerhaft. Nein. Instanz von abstrakter Klasse kann nicht erstellt werden. Wie oft soll ich das noch gucken? C2259. C2259. Ja, heute ist gleich 0 and parameter type mismatch and root inherited from base class is the usual function. Operation which make linear root resolver class an abstract class when you do. It tries to create an object of abstract class, you got a compiler error. Type mismatch. Intersect. Okay, der versucht hier der versucht was ähnliches wie ich. Und da ist irgendwie ein Type Mismatch. ISO, Surface, Intersect, Hit Info, Ray Float Min, Class in Oracle, Public in Oracle Resolver, genau das, was ich auch mache. Virtual Void, Find Root. Klar, hier hat er ein Type Mismatch. Der Rest stimmt ja überein. Das eine ist ein Zeiger und das eine ist ein Referenz. Deswegen versucht er ein Ding zu erstellen, kriegt es aber nicht hin. Selbes Problem bei mir, aber wo habe ich den Type Mismatch? Muss ich hier Void reinschreiben oder so ein Shit? Damit das funktioniert oder so. Okay, da ich jetzt rausgefunden habe, dass das nicht das Problem ist, kann ich die wieder vollkommen virtuell machen. So.
Dann haben wir hier halt auch ein Void rein. Natürlich geht es nicht. Selber Fehler. Kann nicht invoked werden. Klar kann es nicht invoked werden, aber warum? Kann man auch eine Klasse ohne Konstruktor machen. Das ist Pointers. Ja, aber Leute, das ist nicht mein Problem. Gitter. Ach du Scheiße, was macht denn der da hier? Das tut ja schon fast weh. Okay, machen wir vielleicht einen komplett virtuellen Destruktor. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Ist ebenfalls nicht. Elektrische Gitter, Komponentenfänger, wenn ihr inherit an abstract class, then you need to override those methods. 7 methods, cleared 6, but override the destructor. Ah, macht in dem Fall sogar Sinn. Okay, aber ganz ehrliche Frage, wie Destructor, keine Ahnung. Virtual Void, ne? Wrong signature overwriting BF. Override? But base class does not have virtual destructor. Okay. Virtual base. Base derived. Left. All right. Back to over, but does not over. Missing const. Suchen die alle zu tun? Vor allen Dingen Override ans Ende. Soll ich es einfach machen? Den dann gar nicht nur virtuell machen. Man kann das da einfach den Standard mitmachen lassen. Brauche meinen Destruktor. Ja, das kann ich mir so erstellen lassen. Das ist mir auch ganz lieb. Kann ich jetzt auch den Abstract Job so überschreiben. Oder muss ich den da nur callen? Nein. Kann nicht erstellt werden. Mark override, but does not override any member functions. Ja, wenn das so falsch ist, wie macht man es dann richtig? Not override, that has special meaning, but the destructor itself.
Destructor are not inherited destructor in a derived class or writes a base class destructor declared virtual. Take this in conjunction with the previous class. If a virtual function is marked with a word specifier override, does not member function. Das ist in Ordnung. Okay. Die Option F mit dem Integer. Das hier müsste eigentlich vollkommen egal sein, weil nichts reinzuschreiben heißt doch eigentlich immer void. Überschreiben tue ich sie ja. Hier ist es virtuell gemacht. Hier ist er drin. Er ist sogar implementiert. Er tut nur nichts. Und trotzdem gibt es einen Fehler. Kann gestellt werden. Ja, das wird eine lange Folge, meine Damen und Herren. Eine sehr, sehr lange Folge. Inheritance Override Destructor. Parent. Can I change the return type? Number of Arguments, bitte. Was ist in Syntax? Was versucht denn der hier? Properly call. Must do this in many cases in order for this to work. For a polymorphic object, you need to declare base class destructor as virtual though. Yeah. Class A. Virtual. Ja. Virtueller Destruktor. In Ordnung. Okay, implementiert foo. Destructor. Ja. New B. A. B foo is called, so wie es auch sein soll. Let B is destroyed via B. B. Nur passiert das nicht, ne? Genau das ist ja unser Problem. Oder sind es alles nur Beispiele, die gar nicht wirklich so funktionieren? Object. Virtual out. Okay, wie wäre es, wenn ich den Destruktor hier einfach rausschmeiße, weil ich ihn eh nicht brauche, weil der automatisch implementiert wird. Ich habe immer noch das Gefühl, das liegt hier dran, dass man das nicht aufrufen kann. Kein Standardkonstruktor vorhanden. Okay, hier macht's noch mal eine. Parent, child, grandchild. Virtual is inherited here. Ja. Base class. Derived class. Aber hier noch da. Wir haben ja noch das Override. Brauchen wir ja nicht wirklich. Gut, den kann ich jetzt wieder hier hin machen, aber der macht ja alles kaputt. Ach ja, meine Damen und Herren, wenn Sie keine. Der ist ein Int. Delete B.
Base Destructor. No, it's called Automating Reverse Order Destruction. Das ist irgendwie Müll. Assignments. Wie schreibt man das jetzt dann? Alright, Constructor. Constructor Ding in derived class. Das müsste sein. Da. Mhm. Worker, bla bla bla. ID, TID. Name, TName. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen, aber okay. Manager. Also einfach Doppelpunkt, was ich also auch gemacht habe. Also Members, ID, Name, Salary, Clearance, Defense, Base Class. To pass it to a Base Class Constructor for initialization. Can initialize them directly, ID. Protects Life Class, but cannot initialize directly use initialization list. Either you can initialize in the Constructor, Base Constructor, and in this List. Aber das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn es keine abstrakte Klasse ist. So. Jetzt meckert er. Außer, wir löschen hier den gottverdammten Konstruktor weg. Gut, und das hier sollte sowieso sein. Ach, Quatsch, das implementiert ja was. Ein Konstruktor, keine Probleme. Doch nicht. Da versucht irgendwas zu passieren, was hier nicht passieren sollte. Job easy. Er tut nichts. Außer Prio zu setzen. Trio. Und ja, mal egal. So schließen. Nö. Auch nicht. Mittlerweile ist es bloß noch Trial and Error. Abstract Job nicht gefunden. Das Ding ist scheiße virtuell. So. Hier wird überschrieben. Sehr glücklich. Ist irgendwo ein Unterschied? Ist es einfach nur der Name? Versuch hier nichts zu machen, was einen Unterschied macht. Das ist void, job easy, start. Void, start, int, get prio. Void, start, int, get prio. Gut, das brauche ich nicht weiterzugeben, weil es ja protected ist. Hätten das ist wirklich wieder irgendwas absolut Banales. Worker, Manager. Worker, bla bla bla, Manager. Der kann ja das dann hier verwenden. Dann sieht Private Members. Ja, Private habe ich ja auch zu Protected jetzt gemacht. Das ist ja nicht das Problem. Override and Overload.
Overload. Derived Constructor? Wie wäre es damit? Eigentlich ist das schon die richtige Frage. Aber der hat auch noch einen leeren Konstruktor. Oder braucht man dringend einen leeren Konstruktor? Das ist ja die Frage. Das war's nicht. Abstract. Wieso meckert er hier noch nicht? Weil es einen leeren Konstruktor gibt oder was? Signed und unsigned. Size T, Prio int Prio. Job get Prio. Ja. Sollte aber eigentlich absolut keine Probleme geben. Da versucht er hier eine Instanz zu erstellen. Hoffentlich nicht. Ich krieg und krieg und krieg diesen Fehler nicht weg. Das ist wirklich ein Frust ohne Ende. Structure in inherit. Inheritance, ja. Object. Object void. Object to object. Void constructor. Special item. Miss wieder special. Wo hat denn der jetzt ein Item her? Item, Happening String, Friend, Bull. Okay, der hat das gleich im Ding gemacht. Ja, Special Item, Public Item. Gleich Void. Ich habe absolut keine Ahnung, was der da gemeint hat. M. M. N. Mother, Mother, Daughter, Daughter. Cannot remove inherited constructor. Ja. Class. Overloaded. Ah, vielleicht ist es das. How do I declare an overloaded operator? Nein. Overloaded constructor in abstract class. Command public call me gleich 0, 2 gleich 0. Doch gar kein Konstruktor. Was hat das damit zu tun? Auf Virtual Constructor. Das ist ein Implementation. Like this. Das, alles virtuell. Okay. Command all destructors must exist. It would look like this. Das da.
Und der Konstruktor. Hier hat aber noch niemand geerbt. I-Command, I-Command. I-Command. Name. Aber den Shit habe ich ja gemacht. Warum hat er jetzt beim I-Command den Konstruktor in privat gesetzt? Achso, den leeren. Den da hat er jetzt. Ja, es löst das Problem nicht. Muss ich vielleicht nochmal mit Class Constructor yes oder no. Das heißt, SPU Virtual Function as abstract can't be inherited, but you're wrong when you say that it can't have a constructor. Things have an abstract class can have private members. If used by member function of this class, and these members must be initialized. Constructor is a way to do that. Opinion and init, for example, editing my command in a class can have member variables in non-virtual member functions. Every derived class from the form implements specific features. Then the responsibility for the member variables may belong to the abstract class, at least always private members, because the abstract class will be able to initialize them. It could use inherited member functions. Members thus, thus makes it perfect class constructors. Ja, Boss, Boss, Employee. Ja, das macht ja alles Sinn. Mach ich ja auch. Job easy, job easy. Kommt hier. Abstract Job. Nur der andere Shit bleibt. Nur die drei Fehler kann nicht erstellt werden. Habe ich irgendwas falsch geschrieben? Start. Get Prio. Nicht, dass ich getpreu geschrieben hätte oder so. Ja, auch ein Fehler vorhin aufgetreten wegen dem. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Wo macht er das Job Executor? Ja, da brauchen wir doch das Bug mal bei uns, wie es aussieht. Was ist denn hier? Basisklasse undefiniert.
Spezialisierung, Job Easy kann nicht in Abstract Job konvertiert werden. Das ist interessant. Restlichen Fehler bleiben, aber müsste jetzt eigentlich gleich wieder weg sein. Ja, wieder meine drei Fehlerchen. Sonst von Abstrakt der Klasse kann nicht erstellt werden. Abstrakt der Klasse kann nicht erstellt werden. Geht's vielleicht auf Deutsch? Problem mit abstrakter Methode. Das Whitewash. Ja, mach dein Destruktor virtuell und ist equal class A. Class A, Instance of A kann nicht erstellt werden aufgrund von. Mir kommt es aber für Abstract Job und nicht von Job Easy. Dieselben. Klar sind es nicht dieselben Funktionen, mein Gott. Base Constant Pointer. Gleich 0. Ist gleich. Ach, macht Strukt, weil der Junge will eine Antwort mit Klassen, ey. Bla. Ja. Aber wie gesagt, das Problem habe ich ja nicht. Ich habe ja keine Übergabeparameter oder so. Ich habe void start und int get prio. Und selbiges habe ich hier. Ich habe hier halt die int prio als protected. Halt virtual und gerne rausnehmen und hier. Wow. Hier reinsetzen. Hier. Warum das in beide Richtungen geht? Ah ja, aber. Ach, ja. Kennt Abstract Job, benutzt es, Class, wie man es kennt, Public, brauche ich nicht, danke. Ding müsste eigentlich explizit überschrieben werden, aber im meckert hier nicht. Weil er scheinbar einfach wohl nur durchrepliziert wird. Charakterklasse kann nicht erstellt werden. Ganz ehrlich. Können wir das hier wegmachen? Habe ich dann immer noch dasselbe Problem? Da habe ich. Das heißt, das Problem liegt woanders. Das heißt, der versucht irgendwo Abstract Job zu instanzieren.
Klassen. Karrieren. Bachelor. Bachelor. Kann nicht erstellt werden. Hui, wer hätte es gedacht? Status Ausgeber. Ja. Public Printstatus. Okay, Printstatus. Und Statusausgeber macht er hier nichts. Ausgeber, Public Printstatus macht irgendwas. Void, Void, Void. Hat er ist gleich 0 gesetzt. Und für den Bildschirm gilt hier dasselbe. Statusausgeber hat halt seine kleinen Dinger hier. Und Public hat er hier seinen Printstatus. Auch beides Pub. Ja. Ja. Ist immer noch nicht. Abstract Job. Abstract Job. Job. Aber er meldet ja auch nicht irgendwo so ein Typo, dass ich mich jetzt verschrieben hätte oder so. In Prio. Es ist. Okay, das ist nicht. Gar nicht erstellt. Bräuchte ich den überhaupt erstellen? Apps. Dance kann nicht erstellt werden. Durch das hier irgendwo. Irgendwo was macht, dann kann es sein, dass er hier irgendwo cut. Ach nee, das stimmt schon. Nee, müsste das nicht Adresse dann davon sein? Genau. Ein Klassentyp verweisen. Nee, da hängt ja dann ein Zeiger dran, ne? Ja. Ja, und wenn ich davon den Kram mache, dann verweise ich doch auf den Zeiger. Einen Klassentyp aufweisen. Just by Prio. Standardvektor, Standardvektor. Ja. Weiß jetzt nicht, was der da meckert hat, aber vielleicht hat er versucht, hier irgendwie was zu instanziieren. Deswegen gemeckert. Oh, aber das ist schon mal. Vielleicht hat das geholfen. Also weil er versucht hat, hier eine Instanz zu erstellen und weil ich keine Zeiger benutzt habe. Unknown invoke callable. Das an meiner Implementierung war nichts falsch. Bloß versucht es ihn zu instanzieren und er hat halt gemeckert. Vorlage. Hier irgendwas zu machen. Ich mache Start, ich mache Add, ich mache Job Easy.
Get Prio. Ich habe hier gar nichts mit Vorlagen. Vorlagen habe ich nämlich überall rausgelöscht. Ja. Hier ist nichts mit Vorlagen. War wieder so lustig, dass es sich mal wieder... Iris, Begin. Aber ich habe nirgendwo ein Gib mir sonst irgendeinen Scheiß zurück. X-Thread. Invoke. Ah, Moment. Kann das sein, dass ich hier beim Call von dem Ding hier einen Fehler gemacht habe? Ist das definitiv ein Fehler für... Ja, move on up. Eine Constant ist also ein Evaluator oder eine Funktionsbezeichner sein. Hey, es funktioniert. Funktioniert das jetzt? Auf Ausdruck einer Funktion. Ja, okay. Ließe sich das umgehen? Also, ja, ist gut. Ein ungültige Operation. Okay. Ganz ehrlich, ich lese mir das nochmal durch. Und wie kann ich den Thread behalten? Oder sollte ich da einfachen? Leute, wisst ihr was? Ein Thread draus. Wir machen dann Thread-Zeiger draus. Ach, nicht dahin. Dahin. So. Ja, hier meckern. Weil, hey, ich bin doch kein Zeiger. New Thread von. Dann. Motor. Halt nicht den, sondern den. Join. Bei noch irgendwas mit dem Thread zu tun, eigentlich. Eine gebundene Member-Funktion muss jetzt dieses Motor dahin. Da liegt wohl das Problem. Vielleicht so verpacken. Ehrlich, da lesen wir das nochmal durch. Thread. Simple, example of threading. Ja, Thread T1, hello, decode. New Thread and runs it does not block execution. Was hat denn ein Thread so Bedürfnisse? Nichts. Ein anderer Thread. Constant Thread. Funktion und die Argumente. Wäre es mit... Hat er das gemacht? Task 1 ist eine Funktion.
Argument nimmt da Hallo entgegen. Der müsste eigentlich nur Run-Motor rein, ey. Wird aber auch. Der Argumenttipp ist nicht zulässig. Warum haben andere so dieses Problem einfach nicht? Die hauen da einfach eine... Okay, das sind P-Threads. Da habe ich jetzt gerade kein Interesse dran. Ich will ganz normale Threads. Das dauert wieder ein paar Jahre. Multithreading Tutorial. Ein schneller geladen. Call from thread. Ja. Standard thread. Moment, kann es sein, dass es std fehlt? Ja. Ich mache ein using namespace. Das heißt, daran liegt es nicht. Aber es ist ja keine Ding-Methode. Ja, pthread will ich nicht nehmen. tnumthreads ist gleich thread call from thread. Das sieht das alles so einfach aus. Sogar mit Übergabevariablen hier. Das heißt, es ist egal, ob das jetzt ein Zeiger ist oder kein Zeiger ist. Da ist irgendwo anders ein Punkt. Okay, hier war es Redmotor.join Red. Instanz ist bestimmt mit der Argumentliste überein. Void. Void Run Motor. Warum tut es das nicht? Ja gut, hier macht das mit Zeigern. Macht hier sogar ein Array. T-Time Start gleich Thread. Heißt die Methode TST. Image, da. Ist das eine Methode TST oder? Keine Ahnung. Gucken wir hier nochmal. Thread first. Second. Ja, das Beispiel ist mal wieder. Thread in class. Class. Das ist wieder pthreads. Thread create. Dollar thread. Dieses unthread.
Of Class. Ja, und Test Calculate. Red, okay, Future will ich nicht. Was tut er da? Methode ist Calculate. Der gibt dann noch this mit. Was genau? Nein, nicht Steam. Und Test Calculate. Und Motor Run Motor, this. Ein externes aufgelöstes Symbol? Public Virtual Discall. Vielleicht ist wieder das Problem oder so? Momentan habe ich noch kein Problem damit, also hole ich mal raus. Oh, LNK, die 2019, die habe ich schon mal gehabt. Das kann ein richtig miese Bitch sein. Ja, C++, es zeigt dir nicht, wo der Fehler passiert ist. Es zeigt dir nur, dass ein Fehler passiert ist. Oh Gott, das dauert Jahre. Job easy. Zeile 1. Turn us in public, it's called. Job easy. Wieder dasselbe irgendwie. Public drop is void. Nicht aufgelöste externe Job Executor 1. Projekt. Zeile 1. Echse? Weiß nicht, verarschen. Funktion. Linker kann dann. Externes Symbol, das mit der Funktion verwendet wird, keine Definition finden, gibt viele Probleme. Ja, gedacht. Ja, jetzt könnt das nicht. Jetzt könnt das wieder. Kann es sein, dass das Hashtag include, dass es andersrum gemacht werden musste? Ach, muss ich wieder das Hashtag Pragma Once reinmachen. Zwei nicht aufgelöste externe. Hier hat es auch funktioniert.
Also ganz. Das ist doch eine Farce. Das ist doch nicht mehr witzig. Public this call abstract job int abstract job void. Funktion pub. Ich vermute mal, das ist ja das hier. Symbol. Kennt den Konstruktor nicht. Und hier sucht er den Destruktor. Weil hier ein Destruktor drin ist, sucht er hier einen Destruktor. Das Ding echt eh 100% weit sein soll, kann man auch weg. Findet am Problem nichts. Keine Ahnung, hilft das Ding irgendwas? Okay, das hilft dem nicht. Weiter. Ein Fehler. Ja, es dauert jetzt wieder 3 Jahre. Das ist externes Symbol. Selbes. Geil. In Funktion der linke in kompletten Objekten eine Exe zu erstellen. Alle Ziele. Also, er sucht hier was, was er nicht finden kann. Kannst du nochmal hier mit reinschmeißen oder was? Er es finden kann. Nein. Frage. Boah. Ja. Teil. Du. Liegt an. Liegt deine. Scope. Ein Anteil Klasse Kunstlösung. Knife Die. Nie fertig.
Du vor deiner Methode den Klassennamen. Scoping. Weiß, habe ich hier irgendwo Klassennamen vergessen. Hier denselben Shit nochmal dran setzen. Warum funktioniert denn das plötzlich? Hat er da nicht letztens noch gemeckert? Ach, wird alle verarschen. Nicht gelöstes Symbol public this call. In Funktion public this call. Also in meinem Konstruktor hier. Oder ist das gar nicht so gedacht? Ist es gedacht, dass man das gleich hier implementiert oder was? Sollte ich das hier rausziehen? Direkt hier hinten dran setzen. Dann meckert auch keiner mehr. Schreiben. Genauso wie das hier braucht dann auch keiner mehr. Jetzt hier einfach direkt das hinten dran. Das ist wohl nicht. Das ist mir ein unglaubliches Rätsel. Testobjekt. Vielleicht, weil ich hier das Hashtag gut weggenommen habe. Nö. Das heißt, er kennt Abstract Job, er kennt Job Easy, er kennt Motor. Vor allen Dingen, warum fängt es mit dem doppelten Anführungsstrichen an? Okay. Anders malen. LNK 19. Dann public this call. Provide notation for your constructors. Was hat das Age damit zu? Warum setzt Age, das werden muss im Konstruktor? Ansonsten müsste ich theoretisch hier noch. Müsste ich hier. Prio? Ahnung, was zur Hölle das alles soll. War doch so, oder? Rio.
Jo. Hier müsste das eigentlich nicht mehr rein, glaube ich. Weil das ja schon der andere Konstrukt. Default Construct. So, macht dazu. Das nehmen lassen. Alles, was es an privaten Variablen gibt. Werden. Ist immer noch Virtual Discall. Ah, jetzt haben wir den schon mal weg. Okay. Game State, New State. Ja, das kenne ich so. Aber die Game State. Define it. Whatever das heißen soll. Jetzt habe ich stehen wieder. Discord. Bin doch hier drin. Da muss ich jetzt auch noch mal den Bass machen. Dass das nicht funktioniert. Destruktor. Nö. Ach, da ja auch nicht in dem. Was ist hier? Ink R. Doch eigentlich gar nicht. Bla bla bla. Anfang. Aber hier ist wieder der Fehler. Ich habe doch hier das jetzt hier gesetzt. Ich habe doch auch so einen Spaß gemacht wie dir. Eigentlich sogar fast genau denselben Spaß. Ah, nur, dass ich noch einen Konstruktor habe. Ja, die Konstruktor, Destruktor. Ja, und sein Update. Richtig. Image Seite below. Ja. Ob er das wirklich so will, ist auch wieder so eine Frage. Wird überhaupt noch mal irgendwas mit? Ausgabe. Das ist im Discord. Discord. Job easy. Ja, die sind
Meldung. Da ein State. Ein Game State. Und er hat es angeblich gelöst, indem er Thing Virtual implemented hat. Was mich sowieso wundert, dass es geht. Klar, hier habe ich einen Destruktor implementiert. Das ist ja nicht das Problem. Andere gute Erklärung. Ja, einfach Kram erstellen hier, ne? Besser soll's eigentlich, kann's eigentlich gar nicht sein. Immer noch diese beiden Messages. Ich hatte doch eben gerade hatte ich eine weg durch das Hinzufügen von dem hier. Falsche. Stuff. Der Discord ist. Ich hab den hier, den hier, den hier. Hat das jetzt funktioniert? Mich verarschen, das hat's jetzt getan. Indem ich mein Konstruktor, mein Destruktor hier implementiert habe. Warum muss ich einen virtuellen Destruktor implementieren? Das macht doch absolut keinen Sinn. Unterbrechen. Jobs Prio. Size 3. Okay, da will ich nicht wissen, was du bist. Job Easy. Prio 1. Eins, Job Easy. Hallo.
Was hat's da für einen Fehler geworfen? Exception bei Speicherort. DB-Datei konnte nicht geöffnet werden. Hört, Angst funktioniert. Aber warum sollte hier eine IP? Ach Gott, ist schon viel zu spät. Video dauert eh schon viel zu lang. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Gott, war das eine Tortur. Haut rein.